Mit den neu gewonnenen Erkenntnissen begibt sich Jochen Voigt auf der Stelle ins Marie-Curie-Mystery-Labor. Jochen, hast du neue Erkenntnisse gesammelt? Ich habe neue Erkenntnisse gesammelt. Jochen Voigt präsentiert einmal Abdulhalhamdi. Ach, ist ja auch egal, dem Typ rechts im Bild seine neu gewonnenen Erkenntnisse. Ich habe das Ungeheuer durch ein Elektronenmikroskop betrachtet und fast zu seinem Ursprung verfolgt. Noch kurz vor dem Ziel wurde ich durch eine mysteriöse Barrikade aufgehalten. Mysteriös. Welche geheimnisvolle Macht versucht uns hier zu beeinflussen? Die Illuminaten? Die CDU? Oder die Teletubbies? Höchstwahrscheinlich hat eine gewisse mysteriöse Frau Matei damit zu tun. Wahrscheinlich bildet sie den Kopf dieses mysteriösen Verbundes. Aha, da hast du sicherlich recht. Doch nun zu etwas ganz anderem. Lange Zeit war es am Marie-Curie-Gymnasium Tradition, wichtige Informationen für die Schüler auf gelber Zellulose in europäischer DIN A4-Norm zu drucken. Doch nun verblich die Farbe durch eine uns noch unbekannte Kraft. Zusätzlich hat sich das Logo auf groteske Weise deformiert. Einmal Abdulhalamahmulhala recherchiert. Während meiner Recherchen bin ich auf eine mysteriöse Quelle gestoßen. Ein Informant, der mir sein Wissen erst nach mehrstündiger Verhandlung preisgeben wollte. Schauen Sie hier. Down, round and round, rhymes profound, but nevertheless you got to get down. Fantasy freak through the beat, so unique, you move your feet and sweat from the heat. Back to the fact, I'm the Mac and I know that. The way I kick the rhyme, some will call me a poet. Poem steady flowing, growing, showing sights and sound. Nur kurz was über den heutigen Tag sagen. Ja, schießen Sie los. Erlebt habe. Ja, das ist eine gelungene Schulveranstaltung ist. Die ganze Schule lebt und bewegt sich. Und ich habe jetzt lauter frohe Gesichter gesehen. Und es ist eine gute Stimmung. Ich meine, bei dem Wetter ist natürlich ja, klar. Eine ideale Voraussetzung. Tja, ich hoffe, dass es heute so weitergeht. Und das war die letzten paar Wochen, bis es dann zu eurem Abschlussfilm kommt. Dementsprechend sich auch verhält. Vergesst nie diese wunderbare Schule mit diesen kompetenten Lehrern.
was er wollte. Ich bin der Grillmeister. Met your girl, you didn't have no shoes. But now you're walking around like your front page news. Ich will eigentlich nur einen Steak abreißen. I'm not your stepping stone. Eine Handvoll Gummibärchen. War nicht klasse. Kann man sich daran erinnern, im Gegensatz zu meinem Unterricht. Ich weiß nicht, ob man sich da so dran erinnert.